Weiter geht's mit Agony und der Kathedrale der Göttin. Aber bevor wir uns dem widmen, habe ich gesehen, wir haben noch hier. Na, habe ich ja schon. Zwei Skills. Ja, es fehlen noch zwei Skills und dann hätte ich alle. Gehen wir rein. Ich sag's ehrlich, ich bin schon scheiße. Ey, Kamera, dreh dich. Ich bin ehrlich, ich bin schon scheiße nervös. Weiß nicht, was mich jetzt hier erwartet. Das hier ein epischer Bosskampf oder wird das hier. Was wird das hier? Jeden Fall schon mal eine Statue ist da. Ich meine, allein der Weg hier lang. Schon nicht angenehm. Aber das habe ich hier alles überquert, oder was, diese Wüste? Ne, habe ich ja nicht. Ich komme ja von da hinten. Also man sieht ja die blauen Dinger wegen, das sind ja die Checkpoints. Hier sehe ich aber nichts Blaues. Da hinten. Da ist lila, ist nicht blau. Schon mal lautes Stöhnen. Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Ja, korrekt. The Tower of Babel, Digga. Babels Turm. Den Turm, wo die versucht haben, Gott zu erreichen, deswegen es keine Gott dann gesagt hat, okay. Ich spreche nicht mehr nur eine Sprache, jedes Land spricht seine eigene Scheißsprache. Ist ja in Kurzform die Sage um Babel. Beziehungsweise um diesen Turm. Jetzt gib mir eine Scheißfackel, komm schon, Mann. Da. Da? Nein, die wollen mir keine Fackel geben. Hier mit Fackel hingehen müssen. Ja, okay, dann nicht. Ja. Ich gehe da mal durch. Nein. Okay. Hier ist was zum Speichern. Da hinten ist ein Fragezeichen. Was zur Hölle ist das denn? Wieso kann ich da nicht durch? Das ist so eine Blutkammer, Digga. Das wäre die erste rote Kammer, die ich gefunden habe. Ich kann da nicht durch. Ist doch asozial. Was ist das denn da hinten? Da haben wir sie ja, die rote Göttin. Oh, Nimrod. I was starting to think you'd never come. You visit us so rarely. On your knees. Oh, stop humiliating him. He's come such a long way. It's you who should kneel before him.
Get up off your knees, King. Go. Sit on the throne. You deserve it. Geil. Ja, Mann. Aber was auch immer das für ein Thron sein soll, ich setze mich drauf, Schwester. So, how's it going to be? Will you stay with us? Exactly. You're the only one who has shown how much I mean to you. Neither now nor in your life did you stop murdering for me. Oh, don't worry. I remember the blood that you spilt, and I appreciate each sacrifice of your injured hands. However, before we rise up together to the heavens, rest in the arms of my loyal priestesses. They've been waiting for me for so long. Warum tötet ihr mich jetzt wieder? Ich dachte, wir wollten jetzt zusammen in den Himmel gehen. Kompliziert. Kompliziert. Aber auch hier, ich habe nichts gefunden. 3D-Statue und nichts. Goldene Kammer. Ja, diese eine Kammer hätte ich zurücklaufen müssen. Aber ich bin nur 6-mal gestorben, Alter. Das ist echt wenig. Oh. Ah, das sind all die ganzen Leute, die ich dann abgefackelt habe, oder? You had no equals on earth and you continue to amaze me. I promise that your destiny will soon be fulfilled. Before you go off with me towards the light, however, prove your worth to me one last time. Schon wieder, was will ich denn jetzt töten? Among the ruins of our tower, the wildest of beasts is waiting. Prove that you are still worthy of being called the greatest hunter who ever walked in both worlds. Prove that you deserve my mercy. Kill the monster who is standing in our way. Release your goddess from the hands of brutal, masculine nature. Hi. Mach ich? Fragt sich nur, wer? Da hängen die schon von Galgen und alles. Ist alles klar? Hängen lassen. Auf ganz andere Art und Weise. Scheiß. Checkpoint, ich kann den doch sehen. Was zur Hölle ist hier drüben? Hey, komm. Ja, ist ja gut. Okay, 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 ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder. Digga, ich gehe ja schon wieder. Okay, 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 Digga. Ja, 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 ja. Ist nicht mein Weg, ich hab's verstanden. Ey, Digga, hör doch mal auf. Ich hab's verstanden, Mann. Ich lauf hier schon. Perfekte Scheiße, Mann. Yo, what the fuck? Ey, wie soll ich den denn besiegen? Hä? Frage ist jetzt wirklich, wie töte ich diesen Wichser? Und weg. Schau mal hier lang.
Okay, das hat's scheinbar gebracht. Sag mal, Digga, wo denn? Die alle wächst, Ecke. Ah, Mann. Rico, weg damit! Ein epischer Kampf der Giganten! War scheinbar nichts. Okay, ich hier rüber. Ah, nein. Was zur Hölle? Wo soll ich lang? Ah! Scheiße! Okay, wieder hier. Na, ganz geil. Na, gönn dir ein bisschen Tempo, Digga. Tempomat anschalten. Ey, komm, lauf. Wenn ich Tempomat anschalte, bleibt doch die Geschwindigkeit gleich, Idiot. Der epische Kampf nochmal! Ja, das killt er ja den Drachen. Schau auf, Digga. Na ja. Na komm, beweg dich doch mal. Ich fick dich. Ich fick dich. Bam! Na, ja, muss scheinbar doch nicht. Ich kann dahinter auch dran vorbeilaufen. Idiot. Hä? Das eben. Es kann doch nicht sein, dass der von mir will, dass ich darüber springe, wenn es gar nicht funktioniert. Jawohl! Boah, das war...
dafür. Ja, sicher, weil ich das auch treffe, ne? Ja! Mit dieser Scheißsteuerung, Digga, wie soll man das denn treffen? Raus aus dem Körper, rein in die neue. Jawohl. Okay. Jawohl. Ich glaube, alle guten Dinge sind drei, ja. Das ist hier Mütze. Ja, und jetzt? Das zerschlagen und jetzt was? Was? Digga! Genau, der Drache, wach mal auf. Genau. Auf und heb ab, Digga. Was? Für was bin ich jetzt gestorben? Hey, Digga, Feierabend mit euren Faxen, Alter. Ich glaub, ich hab's jetzt langsam raus. So. Ah, der wirft den Drachen her und dadurch geht was kaputt. Nein, 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 nein! Ich guck mir den Scheiß jetzt auf YouTube an, Digga. Ich hab keine Ahnung. Alles klar, okay. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Vielleicht alles ein bisschen blind von mir, ein bisschen dumm von mir. Aber so müsste es klappen. Ich kann sogar springen mit dem Riesending. The Darkness. Das hast du zwei Schlangenköpfe. Ah, da reißt du dem einen das Gehirn raus und dem anderen den Kopf, das Herz, also die Uncut-Version spielst. Bei der Cut-Version gibt's diese ganze Mechanik gar nicht und so richtig scheiße. Wieder Big Draco am Start. Wieder weggeworfen, ne? Geht! Da fühlt der Wichser sich ganz stark. Da lang. So, und dieses Riesending soll übrigens Satan sein, Alter. Sein mit drei Köpfen. Also, ich weiß nicht. Satan habe ich mir irgendwie immer anders vorgestellt als so. Oh, das hätte ich fast verkackt.
Jetzt nämlich. Die Scheiße zerstören. Jetzt kann ich da hinten ran. Ja, komm, lauf doch. Jetzt ist die Frage, was jetzt? Hä? Digga, wo soll ich denn jetzt? Ah, da ist noch ein Drache. Okay, okay. Ich hab den Drachen nicht gesehen. Ah, jetzt kann ich durch die... Ja, okay. Weggesnackt. Jetzt übernehme ich Satan, oder wie? Nein! Oh, ich kann fliegen. Also ich stecke jetzt im Körper von Satan und ich kletter jetzt Babels Turm hoch, um Gott herauszufordern. Krasser Scheiß. Hey, wieso habe ich die Göttin jetzt gekillt? For so many years, I wasn't able to force the simple mind of the beast to release its full aggression. It was your naive faith that made the indestructible boundaries open for good. My hero. Thanks to you, the earth will flow with the blood of the faithful, filling up my chalice. You've proven your manhood again. I won't forget about the promise given you. Don't worry. We will surely meet again. And now, live, my king. Wie lebe? Wie lebe, mein König? Bin ich jetzt raus aus der Hölle, oder wie? Hat er mich jetzt erlöst? Ja, der Timer sagt 44 Minuten, dann gibt's doch nicht. Alles klar, zurück zum Limbus, oder wie? Bin ich jetzt hier im Limbus? Da ist doch die Fähre. Da ist Satan.
Tschüss. Jetzt tritt er einfach wieder auf mich drauf. Das ist doch vollkommen asozial. Der, wie oft passiert das? Das ist nicht mehr feierlich, Digga. Die treten einfach auf mich drauf, als wär's gar nichts, Digga. Puh. Ja, Digga. Das war Agony. Ein sehr interessantes Horrorspiel. Wo ich mich ja, wie gesagt, am Anfang echt eingeschissen habe, aber dann so. Erst ab Folge 16, 17 ging es eigentlich. Nicht viel Leute haben daran mitgearbeitet. Ich meine, ja gut, ich habe das Game damals für, wie viel habe ich zwar von 15 Euro reduziert auf 2,50 Euro, ich meine. Da kann man jetzt nicht wirklich was erwarten, aber für 2,50 Euro, Digga, da. Das ist schon ein Game, Digga, das kann man sich für 2,50 Euro garantiert holen. Ich glaube, mittlerweile kostet das 10 Euro oder 15 Euro im PlayStation Store. Ja. I don't know. Das ist nicht das Ende? Scheiß. Den Succubus-Modus gibt es ja so auch noch. Ja, da könnt ihr mir ja eigentlich dann sagen, könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr den Succubus-Modus sehen wollt. Oder nicht. Boah. Digga, was ein Spiel. Scheiße, Mann. Ja, das war's, Digga. Das war Agony. Damit ist das Spiel durch. Und entweder ich spiele als nächstes jetzt gleich Narcos CDA-Kampagne oder Neo. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich entscheide das gleich. Ich freue mich von der Pause. Normalerweise würde ich mich ja Community entscheiden lassen. Also soll ich entscheiden lassen, was als nächstes gespielt wird. Also eine Abstimmung starten oder so. Aber da ich null Abonnenten habe, null Zuschauer, so. Und gerade mal, ich weiß nicht, 16 Channel-Views oder so, kann ich das ja nicht machen. Da muss ich einfach zocken, was ich für richtig halte. Also dann, haut rein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Geistend!